uns vorstellen dürfen. Wir, das sind einmal Fabian Pianka und mein Name ist Jürgen Herling und unser Auftrag, der lautete: Wie wird sich ein Fall des syrischen Regimes auf das Machtgefüge im arabischen Raum auswirken? Grundsätzlich kamen wir sehr schnell zu der Position, dass eine friedliche, stabile Entwicklung im Moment für uns nur schwer vorstellbar ist, auch wenn Assad zurücktritt. Das heißt, wir sehen im Moment keine Persönlichkeit oder keine Gruppe, die dieses Vakuum in irgendeiner Weise ausfüllt. Gleichwohl, das Ziel der Gesellschaft dort ist es, ein friedliches Zusammenleben in Zukunft miteinander zu versuchen. Und das muss natürlich wirtschaftlich abgesichert und unterstützt werden. Wir haben uns dann entschieden, die Gruppe zu teilen und mal so ein paar stabile Auswirkungen, also einer stabilen Entwicklung und einer instabilen Entwicklung mal zusammenzufassen. Ich fange mal an mit einem Szenario, eine stabile Entwicklung, wie immer die auch aussehen wird. Der Iran hat sicherlich ein Interesse am Erhalt eines Assad-Regimes. Er wird, wie auch immer das ausgehen wird, an Einfluss verlieren. Er wird weiterhin isoliert in dieser Region. Das ist eine unserer Hauptmessages und sicherlich auch für die Politik der EU und unseres Landes ein ganz wichtiger Aspekt. Wir erwarten parallel dazu eine Schwächung der Hisbollah mit positiven Auswirkungen auf die Sicherheit Israels. Wir erwarten, dass sich die Kurdenproblematik in dieser Region verstärken wird. Die Freiheit von Minderheiten in Syrien wird sicherlich Auswirkungen auf die Kurden im Irak als auch in der Türkei haben und wird diese beiden Länder vor deutliche Probleme stellen. Eine Schwächung des Iran ist für uns gleichzeitig eine Stärkung des Irak. Russland muss seinen Einfluss auf diese Region völlig neu definieren.